meine Damen und Herren, ich bin live. So. So. Ja. Erstmal herzlich willkommen am schönen Sonntagabend nach dem Krimispiel Deutschland-Schweden. Ich glaube, es ist noch kein Mensch online, das ist gut. Ich will auch die Gelegenheit nur kurz nutzen, dass wir, ihr kennt das ja, ein Kurzstream, also, naja, ihr wisst schon, ich sammle ja meistens länger, als dass ich will. Ich wollte eigentlich nur kurz mal irgendwie erzählen, wie es aktuell aussieht, also, da ich jetzt vorm Mikrofon sitze, wisst ihr, dass ich schon wieder zu Hause bin, das ist durch. Ich erzähle gleich ein bisschen was zum Krankenhausaufenthalt und allgemein und wie es da ist. Das heißt, wenn alles morgen gut kommt, das wird, glaube ich, Isabella freuen, dann kann ich morgen mal schon mal anfangen, Annas Quest mal wieder aufzunehmen und dann geht es langsam auch wieder dahin, wo es dann hinnet. Und ich habe auch wieder Bock, was zu tun und das kriegen wir schon hin. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, also gehen geht, liegen geht auch, sitzen ist eigentlich mittlerweile das Beschissenste. Und gerade trifft Kolumbien gegen Polen übrigens live. Das gibt in Polen noch größere Fanpost. Da ist, glaube ich, Lewandowski hat, glaube ich, schon, weiß ich nicht, Morddrohungen gekriegt oder so. Es ist, glaube ich, nicht so schön, was da gerade abgeht. Ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Kurz für die Leute, die das wissen wollen. Ich habe schon mit dem Starkiller gesprochen und mit dem Alpha Chief. Das heißt, die werden mich morgen höchstwahrscheinlich im Stream begleiten. Das heißt, wir werden morgen einen Stream machen ab 20 Uhr. Da wird einfach nur hauptsächlich gequatscht und sozusagen das ist das große Comeback-Ding. Da könnt ihr euch jetzt mal sehen und bis dahin habe ich dann auch schon ein bisschen was getestet und sonstiges. Also das werde ich Montag machen, dass ich mal gucke, wie das überhaupt aussieht, ob das Sinn macht, wie lange ich vorm Mikrofon sitzen kann, bevor irgendwelche Schmerzen kommen und sonstiges, weil das tue ich mir natürlich nicht an. Also wenn ich da jetzt irgendwie halb vorm Mikrofon umfalle, dann hilft uns allen nicht. Und das gucken wir mal. Das werde ich dann mal testen und dann werde ich euch das dann morgen Abend dann auch erzählen. So, kurz für die Leute, die wissen wollen, wie es gelaufen ist. Was ganz interessant ist, ihr könnt ja mal eben kurz, ich spoilere das gleich zum Schluss, raten, ob ihr den Soundtrack erkennt. Also das Game werdet ihr wahrscheinlich erkennen, aber ich wusste gar nicht, dass diese Version einen speziellen Soundtrack hat, was man also lernt. Naja, egal. Ich bin also Dienstag dann da also zur Voruntersuchung gegangen und dann gab es da noch die eine oder andere Untersuchung, dann gab es da ein bisschen Informationen, was bedeutet Narkose, was bedeutet überhaupt der Schnitt und wie überhaupt das. Und eigentlich gab es, egal in welchen Möglichkeiten, das war so ganz lustig, da waren irgendwie alle Ärzte einig nach dem Motto, ja, wir müssen ihnen Alternativen aufzeigen, aber bei ihm Fall gibt es keine Alternativen. Es gibt eigentlich nur immer Schema 1, das heißt, das war also klassische Vollnarkose und eben so eine 3-Punkt-Technik, das heißt, man geht in 3 Punkte in die Bauchgegend und macht dann endoskopisch das. Dass das dann nicht ganz so leicht war, erzähle ich dann gleich auch noch. So, das war alles durch, das war erledigt, das war ungefähr, ich sag mal so mit Warten und hier und da hinlaufen und ihr solltet immer im Krankenhaus auch immer in der Lage sein, selber euch zu orientieren. Also, die sind einfach, man kann sich nicht beschweren, dass sie nicht bei der Sache sind. Die bringen fast 300%, die da rumlaufen, von Schwestern angefangen, über Pfleger, über Ärzte, über Stationsleiter, die sind alle vollkommen fertig. Also das ist kein Job, der Spaß macht und das siehst du den Leuten an. Und da muss man auch mal Verständnis zu sagen. Natürlich muss man aber auch da eben aufpassen, weil man wird eben tatsächlich schnell vergessen. Ne? Weil du bist dann irgendwie auf einer Liste nicht und das fängt dann schon irgendwie an. Ja, wieso? Sie haben ja noch keinen OP-Termin. Und ich so, nee, doch, habe ich schon. Da wusste ich das schon. Und dann habe ich die Leute ins System gucken lassen und jeden einzelnen ins System gucken lassen. Ihr merkt, da kommt der Koordinator. Und dass das auch wirklich immer gleich war. Es war dann also terminiert, 11.45 Uhr. Ursprünglich war es ja irgendwie 7 Uhr direkt, aber das dachte ich mir schon, dass das unrealistisch ist. 11.45 Uhr war dann also soweit für den Mittwoch. Mittwoch dann rein, 7 Uhr dann eben einchecken. Das geht ganz easy, das hat wirklich was von Hotel. Da kriegt man dann auch schon, was eigentlich haben sie gesagt, ich krieg kein Bett, aber habe ich dann doch gehabt. Ich hatte dann so ein Übergangszimmer. Und da macht man eigentlich nichts anderes außer warten. Was anderes tust du da nicht. Ja, und dann irgendwann wurde es dann so 10, 11. Ich sag mal, Nachbar, den ich da hatte, der war ein bisschen ultrahibbelig. Das war überhaupt nicht hilfreich. Der war auch, und man muss ja mal natürlich sagen, das sind natürlich auch Leute, die sind wirklich krank.
Dagegen habe ich ja fast eine Lächerlichkeit da gehabt. Der war vollkommen hibbelig. Also ich weiß nicht, was er hatte, aber der war, ja. Der war, es war nicht so hilfreich. Ich sehe gerade, da kommen Leute gerade in den Chat. Das ist mal ganz lustig. Das kann ich mal eben machen. Ich kann das mal eben gucken. Paranoid, du alte Nase. Ja, ich bin wieder da. Also, jetzt können wir wieder Schweinereien machen, aber dazu, wie schon gesagt, morgen. Also, ich erzähle noch ein bisschen was zum Thema. Ja, dann, wie gesagt, kam Mittwoch der große Tag. Dann war ich dann irgendwann dran. Ich glaube, 12:30 Uhr. Das ging eigentlich noch. Ich kenne es schon, dass es teilweise auch wirklich Verzögerungen gab. Und wenn du Pech hast, dann wegen Notfall hast du dann wirklich komplett Pech gehabt. Und was der Paranoid gleich wissen will, wie es geht, da komme ich gleich zu. Das ist gleich das große Finale. Ja, dann war also irgendwie 12 Uhr ging es dann runter. Ich hatte auch da schon irgendwie einen Dusel, was ja ganz lustig ist, ne, dass man sofort durchkommt. Die Anästhesistin war super in Ordnung, auch Witze gemacht ohne Ende. Und man merkt, die sind gut darin, den Leuten die Angst zu nehmen. Und das war auch okay so. Irgendwann siehst du dann die Lichter und dann siehst du nichts mehr. Also es ist genauso wie im Fernsehen. Du siehst einmal die großen Lampen und dann geht auch im wahrsten Sinne des Wortes deine Lampe aus. So, dann bin ich irgendwann wach geworden. Das muss so 14, 15 Uhr gewesen sein. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so ganz dran erinnern. Und ich habe schon mitgekriegt, die halbstündige OP hat bei mir 2 Stunden gedauert. Damit wisst ihr schon mal, nein, ich war nicht der Standardeingriff. Und die haben mir dann auch im Nachhinein gesagt, das kann man ja jetzt erzählen, weil jetzt ist es ja gelaufen. Jetzt braucht ihr euch auch keine Gedanken mehr. Mann, ich habe auch versucht auf Fratzenbuch und Co. nur ein bisschen das so zu halten, dass ihr informiert seid. Ich wollte euch jetzt nicht einfach nicht informieren, das finde ich auch bescheuert, aber ich wollte euch auch nicht kirre machen, weil, wie gesagt, das bringt mir dann auch nichts. Also die OP war 4-mal so lang, was definitiv heißt, dass es definitiv Komplikationen gab. Ich meine, im Nachhinein ist nichts passiert, das ist gut. Aber sie waren kurz davor, diese Sache abzubrechen und dann den Bauchschnitt zu machen. Und das wäre natürlich richtig beschissen. Und das ist heftig. Das war der Paranoid Mann in 5 Stunden. Ich kenne das von meiner Mutter. Meine Mutter hatte eine Ausschabung. Das ist also schon eine ganz hohe Liga von sowas. Und der haben sie sogar in Anführungszeichen den ersten Tag komplett verschoben. Und beim zweiten Tag wäre sie irgendwie dran gekommen um 20 Uhr. Was Gott sei Dank sie abgelehnt hat. Weil das war eine OP irgendwie von 4 Stunden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Chirurg nach, was weiß ich, 15 oder 16 Stunden Dauereinsatz. Ne, ihr wisst selber, das ist eine blöde Idee. Und die schieben Schichten, die willst du gar nicht wissen. Weil du kannst ja nicht mittendrin abbrechen. Du kannst ja nicht sagen, oh, jetzt habe ich Mittagspause. Machen wir wieder zu, machen wir gleich wieder auf. Das geht ja nicht. Abgesehen von Notfällen, die kann man ja auch nicht abweisen. Das ist auch gut so, dass man das nicht kann. War schon schlimm. Also auf jeden Fall, nächsten Tag, Donnerstag, tat wirklich, wirklich alles weh. Das kann ich, glaube ich, jetzt im Nachhinein sagen. Das war ein unglaublicher Scheißtag. Jede Bewegung tat weh. Rücken, Bauch, sonstiges. Also ich fühlte mich wie Super-Opa. Das hat dann Gott sei Dank sich normalisiert. Dann kam Donnerstagnachmittag dann das Ergebnis. Das hatte ich, glaube ich, kurz geschrieben. Zum Thema Blutgerinnung. Der Blutwert war scheiße. Und Blutwert scheiße heißt dann eigentlich Bullshit. Das heißt, dann ist irgendwas schiefgegangen. Und man merkte auch, die haben versucht, mir die Angst zu nehmen, weil die gemerkt haben, Moment, der rafft das schon, dass da gerade irgendwas nicht ganz gut ist. Und die haben mir nach meiner Meinung nicht alles erzählt. Was vielleicht auch ganz gut ist. Weil, wie gesagt, jeder, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wenn das konzipiert ist für eine halbe Stunde und es dauert 2 Stunden, dann ist relativ jedem klar, das war doch nicht so einfach. Die haben ja nicht eine Zigarettenpause gemacht. Und ja, und dann kam auch noch ein schöner, beschissener Blutwert. Und die Blutgerinnung war viel zu gering. Also ihr müsst da irgendeinen Wert haben, also die geben das in Prozent an, also wahrscheinlich irgendwelche Leute, die Medizin studieren dahinter, die können wahrscheinlich mit den Zahlen noch mehr anfangen. Aber die haben mir gesagt, man muss 100% haben, damit die Heilung anfängt. Unter 100 fängt die Heilung nicht an. Dann fängt also der Körper an, das abzustoßen. Also sprich, so ne, wie ein Fremdkörper. Dann fängt er also an zu entgiften. Ja, die haben was anderes zu tun. Der Körper versucht ja immer zu überleben, bevor er anfängt, dann was anderes zu machen. Und das war 28% zu niedrig. Also der Wert war nur bei 3/4, 72%. Ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt. Das ist schon tief. Und Gott sei Dank hat sie das in einem Tag gefangen. Also dann kriegt man so Medikamente, die schmecken noch beschissener als die anderen.
Und dann darfst du eigentlich in Anführungszeichen, weil Paranoia ist das gerade auch, da darfst du wirklich nur beten. Das macht er, das regelt der Körper selber, da gibt es auch keine Möglichkeit. Und wenn das jetzt nicht geregelt wäre, dann hätten sie sich was einfallen lassen müssen, weil dann hätten sie nämlich nochmal nachgucken müssen, ob irgendwie ein Entzündungsherd oder ein Giftherd oder sonstiges noch existiert. Was nicht gut ist, weil, wie gesagt, du liegst ja dann da, offen im wahrsten Sinne des Wortes, und das muss eigentlich sofort anfangen, weil desto länger das dauert, desto schlechter verheilt. Und wenn es ganz beschissen verheilt, dann müssen wir es nochmal wiederholen. Und da liegst du natürlich dann im Bett und denkst, du machst in Anführungszeichen das böse Wort mit F und den vier Buchstaben und sagst, okay, das musste ich nicht unbedingt haben. Es hat sich Gott sei Dank gefangen, also es hat sich auch wirklich innerhalb eines halben Tages und sonstiges gefangen. Ja, das war schlimm. Dafi ist jetzt auch da, Hallöchen. Ich erzähle gerade ein bisschen was. Also, wie gesagt, das Video kommt auch auf YouTube, das ist kein Thema. Hallo Knuffel. Ich habe gerade ein bisschen was erzählt. Also, dass die OP ist nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen sollen. Also, kurz Zusammenfassung, weil der Knuffel ist jetzt auch da. Halbe Stunde war sie konzipiert, hat aber 2 Stunden gedauert und danach wurde dann noch eine Blutgerinnung festgestellt. Also, sprich, ein Entzündungsherd. Der ist aber Gott sei Dank innerhalb von 8 oder 10 Stunden ist der abgeklungen, sodass da nichts mehr behandelt werden musste. Dann haben sie mich aber Freitag nicht rausgelassen, weil war ja eigentlich geplant Freitag, ne? Alles schön. Ich merkte aber, das gefiel ihnen noch nicht. Und sie haben mir dann so gesagt, ja, aber alles hier Sicherheit und bla 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 bla. Ich gehe schon davon aus, du wirst ein bisschen mit Sicherheit auch in Sicherheit gewogen, weil du sollst ja, ne? Du sollst ja bei Kräften bleiben. Du musst ja selber in Anführungszeichen dafür sorgen, dass der Körper sich anfängt zu heilen. Du kannst ja jetzt nicht noch Panik kriegen. Aber das war schon interessant, die hatten sich das wirklich sehr aufgespart. Und erst Samstagmorgen, kann man sagen, stand das fest. Also ich hatte dann irgendwann die Info, so nach dem Motto, dann kommen ja die Leute, die dann schon einem das Bett wegnehmen wollen und einem kein Essen geben wollen. Essen kann ich auch, klar, auch noch was interessieren. Und das war ein bisschen, ja, ich sag's mal wirklich heftig. Und also es hat, glaube ich, bis Samstagmittag gedauert, dass dann wirklich das offizielle Go kam, der kam jetzt raus. Und ja, also wie gesagt, gehen geht, liegen geht, sitzen ist im Augenblick das, was am beschissensten ist. Also das heißt, wenn du jetzt so sozusagen Bewegung rauf, runter machst, dann ist das, 7 Tage, das glaube ich dir. Ich glaube, das hätte ich auch fast gehabt. Aber ich hatte eben Glück, dass diese Blutgerinnung dann weg war. Sonst hätte ich das fast auch gehabt, ja. Also ich war jetzt drin, ja, Dienstag war nur Voruntersuchung, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, 4 Tage. Also das ist, 4 Tage ist das Minimum, also 3 Tage ist ideal, das muss aber auch alles funktionieren. Und 4 Tage ist das, was da ist. Das Essen ging eigentlich, das Essen war okay, aber ich war 4 Tage ohne Essen. Und das war scheiße. Das hat mich dann natürlich irgendwann unnötig nervös gemacht, weil irgendwann hast du Hunger, du kriegst aber nichts. Und dann guckst du natürlich nur die Wand an. Und man muss vielleicht auch Leuten erklären, ein Krankenhaus heißt auch nicht, dass du zur Ruhe kommst. Die Tür geht ewig auf. Du hast auch Leute, auch wenn die vollkommen okay waren, die natürlich in Anführungszeichen die Nacht durchschnarchen. Und da hilft auch keine Schlaftablette, da helfen keine Ohrstöpsel. Wie gesagt, das ist unglaublich beschissen. Ich merke schon, ihr kennt euch da auch aus. Ist kein Hotel. Auch da, wenn ich da so ein paar Leute mal böse angucke, ihr wisst ja, ich habe das ja immer so erwähnt. So in Richtung Leute, so ganz charmante Leute auf der Arbeit. Nein, Krankenhaus ist nicht Hotel. Es ist ein ganz himmelweiter Unterschied. Du gehst da im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle und musst eigentlich die Hölle gut überstehen, weil machst du es nämlich nicht, bleibst du nämlich länger da. Das ist ja der vollkommene Irrsinn. Ja, wie gesagt, aktuell, also so wie ich jetzt sitze, merke ich den Schnitt am Bauchnabel am meisten. Ist aber auch so, dass man damit leben kann. Also jetzt geht die Verheilung los. Ich weiß schon, dass die Fäden werden gezogen am 2.7. Also gehe ich mal davon aus, 14 Tage werde ich mit Sicherheit wahrscheinlich krankgeschrieben. Gehe ich von aus. Tiax, sei gegrüßt. Ich erzähle gerade mal ein bisschen was vom Krankenhaus Außenhalt. Für die Leute, die das jetzt nicht merken, ich bin übrigens wieder da. Also ich mache das jetzt nicht live im Krankenhaus, ne? Genau, ich zeige euch gleich die süßesten Schwestern hier. Hallo, meine Top 10. So, Leon Marchel lässt grüßen. Nein, Spaß beiseite. Also, das ist da, also geht jetzt die Verheilung los. Ich habe aber schon mal eine halbe Stunde mal irgendwie heute mal ein bisschen gegangen und sonstiges. Das ging alles schon. Ernährung passt jetzt auch wieder. Und dann wollen wir jetzt mal anfangen, dass wir jetzt mal wieder alles in den Griff kriegen. Ich werde euch dann sowieso bei den weiteren Schritten eh nochmal auf Stand halten. Und ich möchte es auch nochmal ganz kurz sagen, das ist auch gut, dass wir jetzt schon, ich sag mal, nochmal einer mehr sind. Dann brauche ich das auch nicht ein paar Mal wiederholen.
Ich möchte mich bei jedem von euch bedanken. Und zwar wirklich jedem. Ihr glaubt gar nicht, wie unglaublich beschissen das ist, wenn man da liegt und im wahrsten Sinne des Wortes, ja, man langweilt sich in Anführungszeichen zu, im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode, weil es ist ja nicht so, als es geht ja nicht gut. Ja, als ich diese Geschichte hatte mit dem Verdacht auf Herzinfarkt, war es ja so, ich konnte mich ja frei bewegen. Ich konnte im Krankenhaus alles machen. Wenn ich jetzt der Meinung war, ich hole mir einen Kaffee, dann bin ich halt eine Etage runtergegangen. Ich wusste ja, wo der Kaffeeautomat war, aber wir haben einen Kaffee gezogen. Ist egal, ob ich einen gebracht habe oder nicht, sondern aber wenn du natürlich hier dich nicht wahnsinnig bewegen kannst, dann kommst du auf solche Ideen nicht. Und das ist ganz lustig. Aber wie gesagt, vielen herzlichen Dank euch allen. Egal auf welcher Plattform. Ich hoffe, ihr habt mit. Das könnt ihr vielleicht mal kurz nochmal kommentieren, wie ihr live seid. Ob ihr mit, Achtung, meiner Informationspolitik zufrieden seid, weil ich wollte nicht euch alle 5 Minuten irgendwas reinhauen und erzählen, weil. Dann kommt vielleicht noch eine Diskussion, jetzt macht ja noch einen Live-Ticker, dann kann es dir ja nicht so schlecht gehen. Du hast ja immer eine Welt, wo eigentlich alles, was du machst, irgendwie grundsätzlich schlecht gemacht wird. Was nicht sein kann. Ich meine, ich höre mir immer von Freunden oder Bekannten an, die mich länger kennen, die sagen immer, du bist der Kandidat, du achtest am wenigsten auf dich selber, du achtest eigentlich auf alle. Das heißt, die haben schon wieder gesagt, nach dem Motto im Krankenhaus, wo ich da lag, habe ich mich schon wieder um andere gekümmert. Dann haben wir gesagt, nix, das machst du nicht, du kümmerst dich jetzt erstmal um die selber. Und ich weiß, dass ich das lernen muss. Also ich bin nicht wirklich das Arsch, um das mal zu sagen. Aber wie schon manche Leute finden das ja, dass ich ja irgendwie der Letzte auf diesem Planeten bin. Das scheint ja irgendwie so ein Trend zu sein. Ich glaube, das bin ich nicht wirklich. Ja, also, wie gesagt, morgen machen wir einen lustigen Livestream, 20 Uhr. Ich erzähle da noch ein bisschen was und wir werden das ein bisschen ruhig halten und dann werde ich bis dahin auch ausprobieren, wie das mit Aufnehmen und Sonstiges geht, sodass es dann auch für uns weitergeht. Und dann werden wir alles machen. Also ich werde ein bisschen was machen zu Pokémon Go, das weiß ich, das interessieren die wenigsten hier, aber ich werde da ein bisschen was zu machen. Ich werde auch noch weiter zu E3 was machen. Anna's Quest wird weitergehen, Secret of Mana machen wir weiter und wir werden auch noch andere Sachen machen, zum Beispiel die Activision-Klassiker und all sowas. Das machen wir alles weiter. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und ich habe auch noch andere Baustellen, die ich jetzt angehen will. Und überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, für die Leute, die jetzt irgendwie, ich sehe das gerade, gerne mal Handy, treiben sie Sport, ernähren sie, genau. Bring mal deinen Sohn nochmal ins Bett, ist doch vernünftig. Ja, Paranoise, ich liebe euch auch alle. Also es ist kein Thema. Also der Starkiller, den kennt ihr ja auch, hatte Tage mit mir Auto getelefoniert und sagte, ich wäre wie ein Bruder für ihn. Ich gebe das Lob gerne zurück. Und ich sage das wirklich, ihr seid in vielen Punkten eine Familie. Und ich finde das auch klasse, dass ihr solche Sachen überhaupt hört. Es gibt Kanäle und Communities, wo, das muss man ganz ehrlich sagen, wo, wenn man sowas erzählt, dann kommen die Ersten, die sagen, geh mir nicht auf den Sack, ich will unterhalten werden. Es gibt eben auch Tage, wo mir nicht danach ist, Leute zu unterhalten. Ich hoffe, das wird sich alles wieder hinkriegen und das wird auch machen, weil schließlich erwartet ihr eine vernünftige Unterhaltung. Das würde ich als Zuschauer übrigens auch so sehen. Und wir kriegen das hin. Aber ich bin immer noch hin und weg von euch. Ich bin immer noch, und das sage ich auch ganz stolz, euch überhaupt zu kennen. Das hat schon diese ganze YouTube- und Twitch-Leiderei auf jeden Fall klasse war. Also das ist, es ist auch kein Abschied, also macht euch keine Sorgen, auch wenn ich jetzt hier melancholisch werde, also bloß nicht. Machen wir schon. Und das kriegen wir hin. Achso, Nierensteine ist, kann ich dir auch was sagen, du kriegst ja die Gallensteine mit. Das ist jetzt biblisch, das sind 12. Und ich habe sie ja jetzt gesehen, und beziehungsweise man kann sie ja dann mitnehmen. Also wenn die klein waren, dann will ich mir keine großen angucken. Das waren wirklich 12 Kieselsteine. Und dann denkst du dir natürlich auch, ach du Scheiße. Und dann weißt du auch, warum die OP wahrscheinlich 2 Stunden gedauert hat. Also, heavy. Also 12 Stück. Sehr biblisch. Ah! Blade the Kid, sei gegrüßt. Ja, ich bin aus dem Krankenhaus wieder raus. Ich kann eben nochmal kurz zusammenfassen. Die OP hat 4-mal so lange gedauert. Also am Mittwoch sollte das 30 Minuten dauern, hat dann 2 Stunden gedauert. Danach war dann noch ein Blutgerinnungsfaktor. Das heißt, der war zu niedrig. Das heißt, das musste nochmal sein. Aber jetzt ist alles sowas. Du kriegst
Hauptsächlich solche Sachen, das ist genauso wie Nierensteine oder Magengeschwür. Hauptsächlich kriegst du das alles durch Stress, durch falsche Ernährung, wobei falsche Ernährung schon losgeht, dass du einfach die nicht vernünftig isst. Das heißt, dass du wirklich, also zum Beispiel, ihr kennt das ja, ihr seid ja auch beruflich aktiv, dann hast du eine halbe Stunde Pause, dann haust du dein Essen rein. Da geht's schon los. Das geht in Richtung Magengeschwür und alles, was da ist. Ja, ein Zwirbel zum Gruße, genau. Ja. Preios sei Dank. Oder in dem Fall Zar sei Dank, ne? Alter. Alte DSA-Meister müssen zusammenhalten. Nee, ich war also insgesamt 5 Tage im Krankenhaus. Wobei der erste jetzt war nicht mit Übernachtung, das heißt, da durfte ich wieder raus und dann war da. Und vielleicht für die Leute, die das wissen wollen, ich meine, ihr kennt die Lions-Geschichte, aber ich sage es immer gerne, das war von November an, ja, das kann ich mir merken, da bin ich ja, wie schon gesagt, war kurz nach meinem Geburtstag, super, so möchte man ihn feiern, war ich insgesamt 6-mal im Krankenhaus wegen der Scheiße, ne? 6-mal. Stressbedingt auf jeden Fall. Also ich glaube, wer mich kennt und ich glaube, das könnt ihr auch sagen, selbst hier auf YouTube und Twitch kriegt man das mit. Natürlich, also ich bin schuldig im Sinne des Workaholics. Also das ist definitiv so. Ich habe mich selber ertappt, kann ich euch sagen. Und das ist kein Witz. Ich habe mich selber ertappt, als ich dann wieder einigermaßen klar denken konnte, war meine erste Sache, oh, was habe ich denn noch als To-Do-Liste auf dem Arbeitsplatz? Und dann dachte ich mir, Alter, wenn ich nicht fertig bin, wer denn dann? Das ist kein Witz. Das war kein gespielter Gag. Und dann wusste ich, alles nicht so gut. Kann ich ganz einfach sagen, Blade? Nö. Also, definitiv, auch das nehme ich auf. Lakolaf, dich bringe ich gleich nochmal kurz auf Stand. Das kann ich sagen, nö. Also, auch das zum Beispiel ist so, ich meine, das kann ich bei euch jetzt eben sagen, selbst wenn irgendwelche Leute da reingucken, die das dann, weiß ich nicht, auf Facebook oder was weiß ich alles nachgucken. Ich habe ziemlich genau gemerkt, welche Leute sich um mich bemüht haben und welche nicht, weil ich habe es ja jetzt ein bisschen diesmal anders gemacht. Ich habe ja so ein bisschen so eigentlich immer so die Key Facts rausgehauen. Ich habe ja immer nur gesagt, okay, hier, weil ich musste mir beim letzten Mal anhören, ich würde Leute schon nerven. Man muss sich vorstellen, da hat jemand einen Herzinfarkt und dem sagt man dann, ja, eigentlich nervst du damit. Das ist so, als würde man irgendeinem Selbstmordterroristen sagen, hör mal zu, mach's doch einmal richtig. Also, das muss man einfach auch genießen. Also, ich meine, das ist, ja, wie gesagt, überhaupt kein Thema. Und wie schon gesagt, Paranoid, wenn ich dich irgendwie in irgendeiner Form, oder das gilt jetzt, wie schon gesagt, für euch alle, in irgendeiner Form helfen kann, bin ich da. Deswegen, ihr habt mir ja gesagt, wenn ich etwas kann, dann die Leute unterhalten und die Leute auch ein bisschen mit Geschichten versorgen. Das mache ich gerne. Das mag ich und das finde ich auch klasse. So, Lakolaf, kurz für dich die Kurzzusammenfassung. Du wirst das ja sowieso, wie ich dich kenne, eh komplett gucken. Ich kenne dich, ja. Also, wie gesagt, die OP hat 4-mal so lange gedauert. Konzipiert war es auf eine halbe Stunde, ist 2 Stunden gewesen, also war vermutlich mit Komplikationen. Sie haben sich da ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber wie gesagt, wenn etwas 4-mal so lange dauert, ne, ich bleib dabei. Oh, der M-Soldier ist da. Okay, dann wiederhole ich es nochmal. Also, OP war 4-mal so lange. 2 Stunden, 30 Minuten. Nächsten Tag wurde ein ganz geringer Blutgerinnungsfaktor festgestellt. Das heißt, 28% von dem, was da passieren muss, war zu wenig. Ist dann aber Gott sei Dank irgendwie ganz schnell gegangen. Und Fakt ist, seit gestern Mittag, so ungefähr 14 Uhr, war ich zu Hause. Ja, was du sagst eben mit Ignoranz und Sonstiges. Es gibt immer so schöne Sprüche. Also, ich habe viel Zeit gehabt, das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Deswegen habe ich das meiste auch auf Fratzenbuch und Twitter gemacht. Ihr kennt ja auch Fratzenbuch, da habt ihr die ganzen Sachen und die ganzen Sonstiges. Da gibt es ja die üblichen Sprüche hier. Ne? Da gibt es ja, weiß ich nicht, der Herzmensch und was es da alles für ganze Foren gibt. Und wenn man sich dann so die Sprüche anguckt, da hast du natürlich ein paar Sachen, wo du da wirklich kopfschüttelnder siehst und das ist. Heavy. Ja, also wie gesagt, ich helfe euch gerne, überhaupt kein Thema. Ich bin auch gerne für euch da und wie gesagt, ich muss gucken, das will ich immer noch hinkriegen, dass wir uns mal irgendwie auf der Hälfte irgendwo mal treffen. Dass ich euch mal alle auch in echt kennenlerne, das kriegen wir schon mal hin. Das ist wirklich kein Witz, sondern das will ich auch wirklich mal machen. Dann wisst ihr auch, glaube ich, ja, Deutschland hat gewonnen, das hab ich mitgekriegt, ich fand das Spiel richtig, richtig geil, weil das war Emotion, das war Fußball.
wie gesagt, so schön das 6-1 heute von England war und das war mehr als souverän, aber ja, ne, das guckst du ja an und sagst, ganz toll, aber das war wieder was, wo man mitfiebern konnte. Und so muss Fußball sein. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, das könnt ihr mir vielleicht erklären, die deutschen Funktionäre, also der DFB, wäre, die hätten es lieber gesehen, wenn die rausgeflogen wären. Macht das Sinn? Ja, das ist auch so. Also wie gesagt, wir können uns über viele Sachen ein Bild machen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich meine, ich will nicht in den Bereich der Politik gehen, das ist kein gutes Thema. Aber wenn du dir zum Beispiel anguckst, was da gerade wieder aktuell für ein Blödsinn läuft, dass da eigentlich, was weiß ich, Horst der Erste Angie stürzen will und hier und da. Wenn ich mir vorstelle, Freunde, es geht doch darum, dass ihr dem Land helft, für das Volk was tut. Ich weiß, ihr seid zwar Volksvertreter und vertretet das Volk eher, also wie so ein Vorwerkmann, aber es geht ja eigentlich darum, dass die sozusagen etwas fürs Land tun. Ob man jetzt damit einverstanden ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber was die da machen, ist nichts anderes als House of Cards und Game of Thrones. Artikel 13 ist ein ganz tolles Thema. Was die EU manchmal macht, hat in der Idee, in der Grundlage meistens Sinn. Die Ausführung ist allerdings so bekloppt und so bescheuert, dass du dir in allen Punkten, die du anguckst, sei es Leistungsschutzrecht, sei es dies, sei es das, also ich sag mal hier den WBS-Kanal auf YouTube, da ganz groß gucken und Semper Video und so, das sind immer so die Kanäle, da kann man sich das immer ganz gucken, sieht man, was das ist. Ich meine, die Grundlage, zum Beispiel auch, dass ihr an Bildern und sonstiges mehr Rechte habt, im Gegenüber Facebook und Co., macht ja vollkommen Sinn. Das ist ja vollkommen okay. Das, was dann allerdings da als Gesetz verabschiedet wird, das ist so fernab von der Realität und überhaupt nicht durchführbar. Und das hast du in all den Punkten. Und dann fragst du dich immer, die haben 20.000 Ausschüsse. Ihr wisst ja, ich bin ja ein bisschen politisch auch aktiv und dann kriege ich das ja mit. Da hast du den Ausschuss hier, da hast du den Ausschuss da, da hast du dies. Da sind also auch Leute dabei, die wirklich Experten sind. Also nicht nur gekaufte Idioten. Ich meine, ihr kennt ja dieses Bild, was es tatsächlich ja mal gab. Ich glaube, war das irgendein FDP-Ausschuss, egal, wo tatsächlich ein Gesetz von irgendeiner Industrie gefaxt wurde und die haben es 1:1 in den Bundestag gebracht. Das muss man sich genießen, ne? Das ist, wie gesagt, und deswegen, die kriegen ja, ne, im Bundestag, du kriegst da deine 10.000 Basisgehalt. Ein Fax kann ich auch von links nach rechts schleppen, ja? Das macht bei mir der Bürobote, also, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, die Motivation, würde ich sagen, fehlt noch nicht mal. Ich habe immer so das Gefühl, die sind Prinzip vollkommen abgehoben. Ich glaube, die kriegen das gar nicht mehr mit. Du, Politiker werden ist auch ein schönes Thema. Stellt euch Politik mal einfach vor wie ein Hasenzüchterverein. Ich erkläre mal ein bisschen was. Um überhaupt in die Ausschüsse zu kommen, also du kannst Themen wählen. Das ist überhaupt kein Thema. Das kriegst du auch auf Landesebene hin, das kriegst du auf Minimalebene hin, dass du sagst, komm, du interessierst dich für Arbeit, du interessierst, dass du dir dann Wissen mehrst, das kriegst du hin. Also das ist ja, also jeder, der politisch aktiv werden will und einfach mal ein bisschen sehen will, wie der Mist im wahrsten Sinne des Wortes funktioniert, kann das. Also wer da irgendwie sagt, er ist politikverdrossen und interessiert ihn alles nicht, blablabla, du kannst relativ schnell in der Partei so Fuß fassen, dass du weißt, wie das System funktioniert. Das geht. Und du kannst auch dann Wissen mehren. Das ist ja das Problem, dass das die meisten Leute machen. Die wollen ihr Wissen mehren, um das dann irgendwie in der richtigen Wirtschaft umzusetzen. Ne? Also sprich, das Wissen monetarisieren, wie das so schön heißt. Weniger Berufspolitiker werden, sondern eben dementsprechend dann sich von der Wirtschaft irgendwie abwerben lassen. Das ist ja auch eine alte Tradition. Oder in dem Fall, wenn es ein anderer Bereich ist, dass man, weiß ich nicht, bei der Stadt unterkommt oder sonstiges, bei der Kommune. Ne? So funktioniert das ja. Aber wie gesagt, um Einblick zu kriegen, kann das jeder. Also das würde ich auch jedem raten. Das finde ich auch ganz toll, wenn es so Politik als Schulfach gibt es ja. Dann sollte man denen vielleicht aber das mal vermitteln. Und, tschechischen Führerschein? Ja. Bah. Ja, das ist auch so. Das, wenn ich schon sowas wieder lese, mit Führerschein umschreiben, dann denkst du wieder, herzlich willkommen. Was war das noch bei Asterix und Obelix hier, der Passierschein 200 irgendwas? Es hat sich nicht geändert, ne? Und das ist auch mal lustig, wenn du dann hörst, Europa soll zusammenwachsen, was natürlich im Augenblick auch vollkommen blöd ist. Im Augenblick ist die Idee Europa im ganz dünnen Faden. Auch das können wir uns bei den tollen Politikern bedanken, die da alle, wie schon gesagt, nur House of Cards spielen. Was überhaupt nicht hilft.
Nee, aber um sozusagen wirklich mal einen Einblick zu kriegen, wie das funktioniert, ist, kann jeder da selber Fuß fassen, das ist kein Thema. Aber dann merkst du, dann geht es eben dann auch in den Bereich, dass du merkst, du musst Mehrheiten bilden, schon auf kleinen Ebenen. Das heißt, du musst also immer versuchen, den Mainstream zu kriegen, damit du überhaupt eine Chance hast, in den Gremien überhaupt eine Mehrheit zu finden. Und dann geht natürlich die Kummelabteilung los. Dann kannst du zwar mit Argumenten und so agieren, aber Prinzip ist es einfacher. Du machst das, in Anführungszeichen, was genau politisch für alle okay ist. Das geht durch. Das ist einfach, das ist simpel. Und wenn du natürlich irgendwas erreichen willst und wirklich, du willst, was weiß ich, irgendwelche Revolutionen, irgendwelche wirklichen Umstöße machen, dann müsstest du dir richtig Arbeit machen. Du müsstest dir argumentativ was einfallen lassen. Du müsstest Klinken putzen. Und da ist es natürlich viel einfacher. Du nimmst in Anführungszeichen das, wo sagt, okay, ne, wo sagt, okay, da esse ich ein bisschen Kröte, da esse der ein bisschen Kröte. Und zack, wir treffen uns alle in der Mitte. Und das ist so das, was wir aktuell haben. Wenn ihr euch das anguckt, ist das einfach nur schwammig. Ja, Gummiband-KI, das passt ganz gut, weil es geht darum, du triffst dich nur in der Mitte. Deswegen ist ja auch mal das Lustige, wenn du diese Politiker hörst mit, wir wollen die Mitte abdecken. Ja, das ist das, was sie meinen, was die Mitte ist. Ich meine, sie haben es dafür gesorgt, dass Arm und Reich auseinandergeht, dass politische Sachen auseinander, dass rechts und links weiter auseinander dividiert. Im Prinzip machen sie eigentlich die Mitte komplett damit kaputt. Und das hilft eigentlich nur den Idioten, die wir überhaupt nicht an der Macht haben wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, theoretisch, um was zu erreichen, müsstest du im wahrsten Sinne des Wortes die Eier haben und dich da an die Kanzel stellen und sagen, so und so sieht's aus, bei der Meinung bleiben, so und so und so. Also so ein Typ wie Helmut Schmidt, um mal so einen Typ zu nehmen. Oder was weiß ich, oder wen nehmen wir, so einen Hardliner. Aber ich glaube, Schmidt ist schon ein guter Hardliner. Der war auch mit Sicherheit, böse gesprochen von der politischen Erziehung, kein typischer SPDist, weiß Gott nicht. Der wäre auch woanders da gepasst. Aber du wusstest, welche Meinung er hat, und du wusstest auch, welche Meinung der 20 Jahre durchzieht. Heute ist es so, du guckst dir irgendwelche Wertungen an, du guckst dir irgendwelche Meinungsumfragen an, dann was weiß ich, guckst dir die lokale Tagespresse an, sagst, ui, die mögen mich aber nicht, und zack, rudern wir mal schön wieder zurück. Und genau so ist das. Und wenn du nur das Fähnchen im Wind bist, nimmt dich keiner ernst. Und das ist das Problem, was die haben. Und dann hast du natürlich in den heutigen neuen sozialen Medien, wo du ja wesentlich schneller reagieren musst als damals. Damals, wie gesagt, in Anführungszeichen, sag ich mal so böse gesprochen, wo wir gerade bei DSA sind, da kam dann irgendwann der Bailunker Reiter und das hattest du eine Woche Zeit. Heute haust du einen Tweet raus, mein Trump macht das ja in Perfektion, machst einen Tweet raus und die halbe Welt regt sich darüber auf. Instant. Ja gut, die große Koalition wirst du wahrscheinlich nicht wegkriegen, weil ich wüsste nicht, wer irgendwie ansatzweise da noch irgendwas was verändern kann. Also im Augenblick habe ich eher das Gefühl, die wollen Stillstand. Wobei Stillstand das im Augenblick Schlimmste ist, weil mir das hilft auch wieder den Falschen. Aber ich finde mal lustig, zum Beispiel so ein Gag, wo gerade der Alpha-Chief da ist. So ein Gag, ihr kennt ja meinen Lieblingsgag immer, wir müssen die Bildung, ne, unterstützen, weil, ne, wie schon gesagt, Bildung ein hohes Gut ist und in Deutschland ein hohes Gut. Dann guckst du dir an, was in die Bildung gesteckt wird. Und dann guckst du an, wie das Geld in die Bildung gesteckt wird. Und dann müssten eigentlich jede Elternverbände, Lehrerverbände 30 Mal am Tag auf die Straße gehen und sich verarscht fühlen. Witzigerweise tun sie es aber nicht. Dann guckst du dir den Bundestag an, und das ist ja auch sowas, ne? Macht mal einfach, der Bundestag soll ein Querschnitt der Gesellschaft sein. Steht drin. Jetzt guckt euch das mal an. Das ist eine Mischung aus Ärzten, Rechtsanwälten. Rechtsanwälte haben ja meistens die Fähigkeit, dass sie der deutschen Sprache mächtig sind, ja? Dass sie also wissen, was sie tun. Wobei manche da auch solche Birnen sind, da fragt man sich auch, wie haben die bitte sehr die zwei Staatsexamen geschafft? War der Schwippschwager oder so. Hast du eben wie schon Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer, / Studienräte und den Rest so ein bisschen so gemischt. Ja. Das ist nicht der Querschnitt der Gesellschaft. Und das muss man immer wissen. Und deswegen gucken die das immer aus M1. Ja, Metal. Ja, M-Soldier, ich komme da definitiv drauf zurück. Es ist, auch das zum Beispiel ist so ein Punkt. Ja, die, gut, über die AfD könnte ich, glaube ich, einen Abend verbringen. Das ist so absurd. Es ist, da muss man sagen, die haben die einfachste Position der Welt. Die sagen einfach, das, was ihr da macht, ist scheiße. Das wird jeder von uns unterstreichen. Das Problem ist nur, die haben nicht ansatzweise eine Lösung. Das wollen sie aber auch gar nicht, sondern die wollen sagen, die sind schlecht. Und da würde ich jetzt sagen, das ist eine Meinung, die unterstütze ich sogar. Toll.
Super. Hilft dem Land natürlich überhaupt nicht. Nee, aber gedacht, Jungunternehmer und sowas. Es gab mal so einen schönen Gag. Ich bring den mal gerade, weil du das gerade so schön in die Runde wirfst. Es gab mal, ich weiß nicht, ob es bei Hart aber Fair war oder was auch immer, da gab es mal ein Thema. Auch eben, wie schon halt hier, ne, warum es kein deutsches Google oder kein deutsches Facebook gibt. Und ich habe mir die Sendung mal angesehen. Und dann kam eben auch, ne, es ist falsche Förderung und wir haben die Möglichkeiten und wir sind so limitiert und sonstiges. Jetzt guckt man sich mal bitte die Struktur von Facebook oder nehmen wir mal unseren Freunden von Apple. Ich weiß nicht, ob Irland mal langsam irgendwie jetzt mal die Steuern von Apple haben will. Ich glaube immer noch nicht. Ja, oder Amazon oder wie auch immer. Die Großen der Großen nutzen nicht nur jede Möglichkeit aus, die sie rechtsmäßig haben. Die nutzen auch die Möglichkeiten auch, für die sie auf die Fresse kriegen müssten. Deswegen, man muss auch ganz ehrlich sagen, der Erfolg von solchen Leuten ist auch nicht, weil sie in der tiefsten Grauzone arbeiten. Vielleicht sogar mal ganz schlimm. Ich hatte mal einen guten russischen Kumpel, der ist leider weggezogen. Der hatte mal geile Zitate. Und der hatte mal etwas, das habe ich bis heute gemerkt, der sagte immer so schön, kleines Vermögen, kleines Verbrechen, großes Vermögen, großes Verbrechen. Und ich glaube, damit kann man es ganz gut stehen lassen. Deswegen, es ist schön, wenn du, was weiß ich, 10 Anwaltsagenturen hast, die jede, oder 10 Steuerschlupflöcher oder so, das ist okay. Aber wie schon, es gibt eben auch Möglichkeiten, das einzugrenzen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, und da muss man auch jeden, der ganz Großen mal an die Nase packen, was hast du davon, wenn du 800% Gewinn machst? Kannst du den vielleicht nicht auch mit 700 leben? Das wird vielleicht der Gesellschaft ganz gut tun. Deswegen, also Gier und Turbokapitalismus ist auch nicht hilfreich. Weiß Gott nicht. So, was habt ihr denn? Was schreibt ihr denn alles noch? Ja, der Klimawandel läuft ja schon. Ja, das zum Beispiel auch sowas. Paranoid, schöner Satz, du bist zu langsam. Das sind diese, kann ich ein bisschen was erzählen. Also wenn du Rhetorik-Seminars hast, da gibt es einen Unterbereich, der heißt, und das ist kein Scherz, Rambolismus. Wie der Name schon sagt, geht tatsächlich auf Rambo zurück. Zum Hintergrundmusik sage ich dann noch was. Und im Rambolismus geht es nur darum, die Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, klein zu halten und einen zu verpassen. Also es geht nicht darum, Rhetorik ist ja dafür da, dass du irgendwie Sachen machen kannst, dass du argumentativ irgendwie was erreichen kannst. Da geht es nur darum, dir einen zu verpassen. Und ein schöner Satz ist zum Beispiel, du bist langsam, es gibt, das kennt ihr sicherlich auch, das werden wahrscheinlich eure Frauen und Freundinnen wahrscheinlich auch machen, es gibt diesen legendären Frauenspruch, überrasch mich. Da kannst du nur verlieren. Und bei, wie gesagt, zu langsam oder zu ungenau oder dies, da ist das ganz toll, weil es gibt zum Beispiel einen umgekehrten Fall, wenn man zu schnell ist, dann ist man ja automatisch immer phlegmatisch. Das ist natürlich Quatsch, muss ja nie sein. Wie gesagt, ne? Alter Starcrafter, wenn ich da tippe, dann tippe ich, weil wie gesagt, ich kann schnell tippen. Das heißt ja jetzt nicht daran, dass ich jetzt ein Vollpfosten bin, sondern ich kann's halt. Ne? Ich meine, Usain Bolt hängt mich auch auf 100 Meter ab, da bin ich ziemlich sicher. Und dann sage ich auch nicht, hey, hör mal hier, der da, hier, ne, Showmaker. Nee, aber wie gesagt, das ist, deswegen lasst euch da nicht unterkriegen. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, wie gesagt, der Alpha ist ja da, der ist morgen auch dabei. Da werden wir ein bisschen quatschen, vielleicht quatschen wir auch mal ein bisschen über EU-Zensur und sonstiges. Vielleicht quatschen wir auch ein bisschen was über E3. Mal gucken, was kriegen wir da hin. Ja, phlegmatisch, also das heißt, in dem Fall, ja, muss man sagen, nicht genau, würde ich sagen. Das ist vielleicht die bessere Alternative. Was sagst du zur Zensur? Finde ich super. Nein, Zensur ist natürlich nie gut, da machen wir uns nichts vor. Aber wir gucken mal. Oh, ist jetzt Soundtrack sowieso zu Ende? Muss ich eh feiern mal? Ich guck mal. Tatsächlich. Okay, starten wir das nochmal neu. Ups. Ich wusste schon, dass ich so lange gar nicht machen wollte, aber ihr kennt mich ja. Polen, Kolumbien ist immer noch 0-1. Ja, im Job gibt's keinen zu schnell, richtig. Also Stream werden wir 20 Uhr machen. Das hänge ich auch gleich als Beschreibung ins Video. Das ist kein Thema. Das seht ihr, also wie gesagt, ihr auf Twitch kriegt das jetzt gerade sowieso live mit. Und das kriegen wir alles hin. So, ich danke nochmal, dass ihr da seid. Ich danke nochmal für euren Support. Ich danke nochmal für eure Unterstützung.
Und das meine ich wirklich, ihr seid die Besten. Und wenn ich euch mal irgendwann auch was Gutes tun kann oder helfen kann, einfach nerven. Bisschen labern und ein bisschen Wissen habe ich ja da tatsächlich noch. Genau. Und der Alpha ist morgen dabei. Das ist auch sowas, genau. Wir nehmen uns ein Vorbild an Korea. Genau, an Nordkorea. Weil ich höre ja immer, die sind in vielen Punkten auch ein Vorbild. Die haben Vollbeschäftigung, ne? Also, ne, ihr wisst schon. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin natürlich klassischer doofer Angestellter, deswegen muss ich mich ja über manche Entscheidungen auch hervorragend freuen. Also, ich bin mir auch sicher, das kann ich euch auch sagen, auch wo ihr drin seid, ich werde da keine Genesungskarte oder sowas kriegen, das kann man ja nicht erwarten. Das ist ja auch schwierig. Ist ja auch, man muss ja auch sagen, Krankheit und sowas, das ist dann auch wieder ein Thema, das ist ja auch nicht schön, ne? Damit kann man sie nicht rühmen. Ne? Aber egal, damit kann ich leben, das kriegen wir alle hin. Und ihr seid die Besten. Wie gesagt, wir sehen uns, 20 Uhr morgen. Den Alpha nerv ich schon vorher und dann kriegen wir das hin. Ja, voll beschäftigt am Leben zu bleiben, richtig. Das ist ein guter Punkt, weil, also das, was jedem auch klar sein sollte, und das sage ich euch auch hier im Stream, wichtig ist die Gesundheit. Und alles andere kommt dann erstmal später. Erstmal muss man in dem Fall am Leben bleiben. Das ist auch so. Und wie gesagt, ich habe ja ein Ziel, ich muss euch ja weiter unterhalten. Also das ist ja kein Ding. Ich habe ja einen Auftrag. Und ihr wisst, das befolge ich. Ja. Können wir sicherlich mal machen. Ich notiere mir das mal. Ich guck mir das mal an. Also wie gesagt, hier... Kannst ja wie schon gesagt, dementsprechend hier einen Gewerbeschein und sowas anmelden. Das ist alles relativ einfach. Ich habe, glaube ich, jetzt irgendwie... Oh, ich habe... Schlag mich. Ich hau jetzt eine Zahl raus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, wenn du unter 15.000 im Jahr dann verdienst, brauchst du noch nicht mal irgendwas irgendwie machen. Die haben wir, glaube ich, aber jetzt auch wieder so eine tolle Regelung, dass du, glaube ich, ab 30.000 musst du schon für irgendein Minigewerbe irgendwie eine Bilanz bauen. Also, Bilanz ist übrigens eine gefährliche Geschichte, weil Bilanz manipulieren, dafür geht man in den Bau. Also, nur so am Rande. Dann geht es dann in den Bereich, wo es dann nicht mehr so lustig wird. Deswegen, also das ist dann so, weiß ich auch nicht, ob ich dann irgendwie einen Kioskbetreiber eine Bilanz machen möchte, aber gut, Deutschland halt. Ja. Bildungsfernsehen, genau. Telekolleg Venom, genau. Ja. Ich hab da mal was vorbereitet, ihr aber doch bitte. So, kommt gut in die Haier. Für die, die morgen raus müssen, kommt gut in die Woche. Genießt den Montag, auch so schwachsinnig, wie das anhört. Ich bin für euch da. Und morgen machen wir weiter Unsinn. Und dann kann ich euch mal sagen, wie es dann auch aussieht, ob ich dann schon wieder bereit bin, die Welt aus den Angeln zu holen. Oder so ähnlich. Mal gucken. So, genießt den Sonntag. Mal gucken. Vielleicht dreht Polen auch noch das Spiel. Und das kriegen wir hin. 20 Uhr. Das steht aber dann in der Beschreibung auf YouTube dann auch. Das ist kein Thema. Also ich nehme das gleiche Video und ändere die Beschreibung. Dann siehst du das. Also 19 Uhr ist für uns Vorgespräch. Das wird für euch nicht interessant sein. Und 20 Uhr geht's dann los. Also es kann sein, dass es ein paar Minuten eher startet, aber wie schon gesagt, labern. Genau, bleiben Sie uns gewogen. Genau. Guter Spruch. Ne? Danke, Anke und so, ne? Zurück zum Glück. Wir sehen uns bis morgen. Ich danke euch. Tschüss. Achso, Musik. Halt. Das ist der PlayStation Soundtrack von XCOM. Die PlayStation-Fassung hat einen anderen Soundtrack. Das wusste ich bis vor 2-3 Wochen auch nicht, bis ich die irgendwie mal zufällig hatte. Und dann dachte ich mir, komm, ich habe irgendwo auf dem Flohmarkt die XCOM-Version für die PlayStation gefunden. Da dachte ich mir, komm, ist ja mal ein ganz lustiges Game und tja. Fischer, der ist echt anders. Also den haben sie echt anders nochmal abgemischt. Das haben sie teilweise bei manchen PlayStation-Games tatsächlich gemacht. Also wenn ihr irgendwie noch alte PlayStation 1-Games kennt, die sich lohnen, das machen wir morgen allerdings in Ruhe, gerne. Es gibt tatsächlich immer noch ein paar Sachen, an denen bin ich damals echt vorbeigekommen. Wahrscheinlich, weil ich sie eben auf dem PC oder sonstiges hatte und dann brauchte ich das nicht. Ansonsten wissen wir ja, ne? Die PlayStation 1-Kollektion hatte ich mal komplett. Warum, sage ich euch später. Bis dann. Tschüss. Nee, Tschüss sagen ist nicht meine Stärke, ne? Aber jetzt kommt nichts mehr. Jetzt seid ihr mich los.
So. Resident Evil, die, du, okay. Ich sag doch, wir quatschen mal morgen. Ich sehe schon. Aber wie gesagt, PlayStation 1 war eine geile Kiste. Also die musste ich damals unbedingt haben. Das mache ich vielleicht noch als Rausschmeißer. Ich musste die unbedingt haben, das wird den Alpha freuen. Einmal natürlich Final Fantasy 7, klar. Metal Gear Solid, klar. Gran Turismo, klar. Und Castlevania Symphony of the Night. Und deswegen musste das Ding unbedingt haben. So, jetzt bin ich raus. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.